Philipp Amthor ist 25 und neu im Deutschen Bundestag. Der Abgeordnete der konservativen CDU erlebt eine der schwersten politischen Krisen in Deutschland mit. Kanzlerin Angela Merkel kann derzeit keine Regierung bilden. Die liberale FDP ließ die Koalitionsgespräche platzen. Jetzt könnte es vorgezogene Neuwahlen geben. Philipp Amthor hofft eher auf eine Minderheitsregierung. Wer hat in Berlin künftig das Sagen und wer hat Schuld an dem Schlamassel? Oh, sehr gut, das hat ja doch geklappt. Was machen Sie denn? Ja, ich poste hier gerade ein kleines Video auf Facebook zum Thema Neuwahlen und was da so die Antworten des Grundgesetzes sind. Das ist immer ganz gut, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Interessiert die Leute auch, weil das natürlich auch ein bisschen Fakten in emotionale Diskussionen zu bringen, ist immer eine ganz gute Sache. Deswegen habe ich hier so ein kleines Erklärvideo mal gemacht heute. Sondern für Neuwahlen. Erstmals sollte es eine Bundesregierung aus Konservativen, Liberalen und Grünen geben. Aber die Verhandlungen scheiterten. Was bringt eine Neuwahl? Trägt es zur Stabilisierung bei? Und das ist eigentlich nur dann der Fall, wenn es auch neue Koalitionsaussagen oder neue Inhalte gibt, über die es zu reden gilt. Ja, das ist natürlich denkbar, dass Neuwahlen kommen. Aber ich habe dann keine Sorge, dass ich nicht nach den Neuwahlen dieses Büro dann auch wieder habe. Dafür werde ich jedenfalls mit aller Kraft kämpfen. Und das gehört zur Demokratie dazu, aber ich hoffe natürlich, dass wir jetzt eine stabile Regierung hinbekommen für Deutschland. Das könnte auch eine Minderheitsregierung sein, findet der CDU-Abgeordnete aus Ueckermünde an der Ostsee. Genau, und jetzt muss ich das einmal hier kurz und dann können wir auch los. Ich muss das wirklich mal einmal kurz hier posten. Die Zeit drängt. Amthor muss gleich zum Treffen seiner Fraktion. Krisensitzung. Der Fraktionschef macht live im Fernsehen Druck auf die Sozialdemokraten, die bis jetzt gemeinsam mit der Union an der Regierung waren. Die SPD hat bei der Parlamentswahl miserabel abgeschnitten und will partout nicht noch einmal eine Koalition mit der CDU eingehen. Ich habe gerade eben die Erklärungen von der Kollegin Nahles der SPD-Bundestagsfraktion gesehen. Ich finde, wer nicht bereit ist, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen, obwohl er bei einer Bundestagswahl angetreten ist, Verantwortung zu übernehmen, der sollte jetzt im Augenblick auch lieber schweigen. Klare Ansage an die SPD, teilen Sie das? Ja, in der Tat. Also die SPD hat eigentlich, zeigt uns im Moment den Gipfel von Verantwortungslosigkeit. Ich fand es schon bemerkenswert genug, nach der Wahl irgendwie aus eigener Verletzung gar nicht mehr über Inhalte zu reden, sondern sofort Fahnenflucht zu begehen. Und ich meine, was sollen dann die Neuwahlen bringen, wenn sie jetzt schon keine Verantwortung für Deutschland übernehmen wollen? Weshalb sollte man diese Partei dann wählen? Im Laufschritt zur Fraktionssitzung. Den Moment, als die Sondierungsgespräche platzten, hat Amthor verpasst. Er war nicht in Berlin, sondern mit Kollegen in Brüssel. Guten Tag. Wie wir so die Nachrichten bekommen haben. Ja, wo wir alle vor dem kleinsten Fernseher Brüssel saßen. Ja, zehn. Aber immerhin, Pauls Hotelzimmer ging noch. Ja, war gut. Mini war aber auch gut gefüllt. Ja. Hat man es ausgehalten. Und wie war die Stimmung? Durchwachsen, würde ich sagen. Gab schon bessere Stimmung. Gab schon Backen, ja. Geschockt, würde man vielleicht sagen. Ja, überrascht, geschockt auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist nicht einfach. Nicht einfach, vor allen Dingen für die Kanzlerin. Sie hat ganz auf das Bündnis aus Konservativen, Liberalen und Grünen gesetzt und ist gescheitert. Wie gehen Philipp Amthor und seine 245 Fraktionskollegen damit um? Aber ich habe schon gesehen im Ticker hier, Angie will Neuwahlen. Und nee, sie hat nicht gesagt Neuwahlen. Sie tritt wieder an. Es gibt auch eine Tickermeldung, da steht, sie zieht Neuwahlen vor. Vor einer Minderheitsregierung. Halte ich schwierig. Ist die Kanzlerin wirklich für Neuwahlen? Hat sie Philipp Amthors Erklärvideo etwa nicht gesehen? Im Fraktionssaal der Union gibt es nur ein Thema, die geplatzten Koalitionsgespräche. Und alle fragen sich, ob die liberale FDP überhaupt ernsthaft an einem Bündnis interessiert war. Nee, scheinbar nicht.
Wie habt ihr so die Nacht verbracht? Gut. Nachdenkend. Ja. Ich habe mir das angeschaut im Fernsehen. Ja, wir dann ja immer live, das kriegst ja dann alles mit. Also es war schon sehr irritierend, kann ich Ihnen was sagen. Also ich hätte aber mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Also ja gut. Wie weit das vorbereitet gewesen ist, wird sicher noch was. Den Eindruck hatte ich aber auch gestern. Also zumindest für den Tag gestern war da nicht so die große Bereitschaft da, glaube ich. Aber ich wurde schon gefragt, ob ich jetzt enttäuscht bin. Ich gesagt, nee, ich bin frustriert. Enttäuscht bin ich nicht, bin frustriert. Politik hat ja nichts mit Enttäuschung und Frustration zu tun. So mal schlucken musste man. Ich habe aber geschlafen die Nacht. Ja, wir auch. Ich hatte noch ein Gläschen Wein mehr getrunken. Und dann wir auch. Die CDU tagt hinter verschlossenen Türen. Nach außen dringt, die Abgeordneten stützen ihre angeschlagene Parteichefin. Die Kritiker halten still, die Krise schweißt zusammen. Gab es denn irgendwelche Stimmen, die gesagt haben, wir brauchen einen Neuanfang, auch personell? Also Nein, also solche Stimmen gab es heute nicht. Ich habe das ehrlicherweise auch nicht mal auf den Fluren vernommen und auch in der Stimmung mit Kollegen so nicht, sondern es ist wirklich so, wir stehen hinter Angela Merkel und das bleibt auch so. Der nächste Morgen, ein Bio-Joghurt und ein erster Chat über die neuesten Nachrichten. Der Bundespräsident appelliert an die Parteichefs, sich zusammenzureißen. Er ist gegen Neuwahlen, so wie Philipp Amthor in seinem Erklärvideo. Läuft gut das Video? Ja, 23 Mal geteilt. Das ist alles ganz okay. Was haben wir hier? Reichweite auch, aber na, das ist doch gut. Wer teilt das denn so? Ach, ganz viele. Ich habe hier, das Kurioseste ist wahrscheinlich hier sogar die Linke aus Wolgast. Aber das ist auch ganz gut. Da gibt es auch sogar vernünftige Kommunalpolitiker. Gefährlich werden könnte ihm eher die rechtspopulistische AfD. Sie ist neu im Bundestag und könnte bei einer Neuwahl noch stärker werden. Naja, die AfD ist eine Partei, bei der man auch ganz klar sagen muss, auch die haben vernünftige Leute, die zum Teil über viele Jahre in der CDU waren. Und die AfD ist aber in sich eine Partei, die natürlich überhaupt nicht konsolidiert ist. Aber man muss natürlich mit denen eine ganz klare Auseinandersetzung suchen. Die sind unser Hauptkonkurrent und zumindest bei mir im Wahlkreis. Und auch insgesamt eine Gefahr, auch politisch. Und deswegen muss man sagen, was können wir eigentlich besser? Und das geht aber nicht durch pauschales Verurteilen, sondern nur durch inhaltliche Auseinandersetzung. Philipp Amthors Meinung wird gehört. Er ist zwar nur einer von 709 Bundestagsabgeordneten, aber als zweitjüngster ein vielgefragter Interviewpartner. Und er nutzt die Chance, für eine Minderheitsregierung zu werben. Am Ende muss man auch sehen, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben den Minderheitskanzler ja zumindest als denkbare Option vorgezeichnet. Plenarsitzung. Der Bundestag organisiert sich, um die ersten regierungslosen Wochen zu bewältigen. Aber wie geht es weiter? Mit oder ohne Angela Merkel? Doch noch mit der SPD? Philipp Amthor hat ein zwiespältiges Verhältnis zur Kanzlerin. Ihre Wahlkreise liegen nebeneinander, ganz im Nordosten Deutschlands, an der Ostsee. Die Bundeskanzlerin hat dem Youngster auch schon den einen oder anderen Tipp gegeben. Bei einer Kaffeepause erzählt er davon. Naja, das war natürlich schon so. Wir haben uns direkt Anfang des Jahres mal unterhalten, wie es denn bei ihr so war mit ihrem ersten Bundestagswahlkampf. Und ich fand das sehr schön, da erinnert sie sich natürlich auch mit viel Freude zurück, wie es war 1990 dann mit dem Tapeziertisch von Gemeinde zu ziehen. Und Angela Merkel ist natürlich auch sehr stark im Nahkampf mit dem Bürger. Ja? Also. Andererseits fährt Amthor einen anderen Kurs als Merkel. Er pflegt ein betont konservatives Profil. Viele in der Union wünschen sich genau das von der Bundeskanzlerin. Und sie sagen, dann hätte die Union auch ein besseres Wahlergebnis erzielt. Nee, er kommt, glaube ich, 16:30. Klar ist aber auch, dass wir, wenn wir in die Zukunft gucken, dass es natürlich wichtig ist, dass die Union alle ihre drei Wurzeln stark nach außen stellt. Das ist eben eine wirtschaftlich-liberale, das ist eine christlich-soziale und das ist eben auch eine konservative Wurzel. Und da, glaube ich, sind wir uns alle in der Partei einig, dass wir dann noch besser werden können, gerade was auch das Profilieren konservativer Themen angeht.
Ein klares Profil, das ist dem Bundestagsneuling jetzt ohnehin wichtig. Hände schütteln, Flagge zeigen, auch beim Termin bei der Bundeswehrgewerkschaft. Das ist mir ein sehr wichtiges Thema. Ich bin sozusagen auch familiär. Mein Großvater war selbst erst bei der NVA, dann später bei der Bundeswehr Offizier auch. Und ich bin sozusagen auch da sehr geprägt, habe bei mir im Wahlkreis in Vorpommern natürlich auch sehr viel Bundeswehr. Weihnachtsgrüße für die Soldaten, die sich gerade in Auslandseinsätzen befinden. Super. Wunderbar. Er ist zwar Jurist und sieht sich eher in der Innenpolitik. Mit den Lobbyisten hier versteht er sich aber doch prächtig. Super. Ich pack sie mal aus, weil wenn man hier ist, muss man sie natürlich auch tragen und anlegen. Ja, das mache ich auch. Also deswegen. Und sehen Sie, die Deutschlandfahne nehme ich sogar ab der Firma heute. Das ist ja... Also, die gelbe Schleife von uns. Ja, vielen Dank. Und wir freuen uns, dass Sie tragen, denn für uns ist ein ganz wichtiges Zeichen dahingehend. Einig sind sie sich etwa darin, dass ein stabiles Deutschland gerade in Europa und der Welt wichtig ist. Wenn ich gerade mit Blick auf europäische Entwicklungen sehe, wenn wir sehen, dass zur Zukunft der Währungsunion jetzt die Europäische Kommission am Nikolaustag ein Paket vorlegen wird. Und mir ist es dann doch sehr lieb, dass wir da mit starker Stimme dann auch mitreden. Und das fällt nicht Macron und anderen einfach nur überlassen, sondern wir sind auch gefragt. Oder anders gesagt, er wünscht sich, dass Angela Merkel wieder ins Kanzleramt einzieht. Und am Ende sind es vielleicht doch die Sozialdemokraten, die sich breitschlagen lassen und sie noch einmal wählen. Für Philipp Amthor wäre das die beste Lösung.